Ja, das ist eine spannende Frage. Also erstmal unheimlich viel sehr Schönes, mich selber besser zu fühlen, mich besser zu spüren, auch den eigenen Körper nochmal neu zu entdecken, aber auch viele tolle queere und trans Menschen kennengelernt zu haben. Aber es bedeutet für mich auch ziemlich viel Schmerzhaftes und Trauriges. Als transfeminine Person habe ich schon jeden Tag im Prinzip mit Diskriminierung, mit Scheißsituationen im Alltag zu tun, sei es jetzt irgendwie in der Öffentlichkeit, im Nahverkehr, auf der Straße oder auch bei Behörden oder ähnlichem. Aber es geht auch um tiefer liegendes, also um die ganze Frage, sage ich mal, von Gewalterfahrungen und Trauma. Ich bin traurig über viele Jahre, die ich gefühlt verloren habe, auch wenn es nicht einfach eine verlorene Zeit war, also dadurch verloren habe, dass ich meine Transition mit Mitte 30 begonnen habe und nicht früher. Und wenn ich heute zum Beispiel irgendwie daran denke, wie halt auch in der aktuellen gesellschaftlichen Diskussion halt über Transkinder und Jugendliche gesprochen wird, dann bewegt mich das sehr. Und dann muss ich sagen, da wird über diese Kinder und Jugendlichen gesprochen, ohne ihnen wirklich zuzuhören, ohne sie wirklich sehen zu können. Und ich möchte sagen, seht es, wie stark die sind, wie mutig die sind, wie viel Kraft die haben. Also frühe Transition, das ist nichts Schlechtes, das ist Leben und das kann manchmal auch Leben retten. Genau, über dieses und viele andere Sachen schreibe ich auch, schreibe ich unter anderem in meinem Text Schnitte durch die zweite Haut, wo es eben auch um Trauma und Heilung geht. Und beides sind, denke ich, Themen, die auch in der linken Diskussion leider manchmal ein bisschen als Nebenwidersprüche oder so irgendwie erscheinen. Dabei lässt sich Heilung gar nicht ohne gesellschaftliche Veränderung denken. Und ich denke, wir haben eine Situation, wo in dieser Gesellschaft Trauma ein Tabu ist und wo es für Heilung systematisch wenig Raum gibt. Und das hat meine Freundin von mir gesagt und das fand ich sehr passend. Im Moment denke ich aber beim Thema Trans halt persönlich an was ganz anderes. Und zwar haben wir gerade ein kleines Baby, 7 Monate alt, und zwar in einer queeren Drei-Eltern-Konstellation, also drei Eltern. Und ja, wir sind Familie, aber der Staat erkennt uns nicht an als Familie. Das fängt schon damit an, dass es drei Eltern eigentlich rechtlich nicht gibt, weil das Abstammungs- und Familienrecht das nicht vorsieht. Es geht aber auch weiter, dass ich eben als Transperson mit Diskriminierung in Bezug auf Elternschaft zu tun habe. Also da war einfach ja ganz lange die gesellschaftliche Denke, aber auch das, was sich dann in den Gesetzen widerspiegelt. Transmenschen sollen keine Eltern sein, sollen keine Kinder haben. Und das ist eben immer noch in den Gesetzen auch, diese Spuren finden sich da immer noch drin. Und was wir eben jetzt haben, ist so eine Art diskriminierender Status quo, dass es also die Regelung gibt, dass Transpersonen, die als Elternteil eingetragen werden, also in die Geburtsurkunden, alle kennen das eigentlich, ein unbürokratischer Vorgang, dass sie da eben eingetragen werden mit ihrem alten Gender und mit ihrem falschen Namen. Und das ist natürlich absurd, weil wie viele Hürden musst du sozusagen auch auf dich nehmen, um diese Dinge zu ändern, diskriminierende Prozesse nach diesem transsexuellen Gesetz, und dann wirst du sozusagen so eingetragen. Und in meinem Fall ist es jetzt aber leider so, dass das Standesamt und auch die Senatsinnenverwaltung von Berlin diese Diskriminierung im Prinzip noch eine Schraube weiterdreht, nämlich zu sagen, wir können dich gar nicht als Elternteil eintragen. Und zwar, weil ich damals nach einem anderen Gesetz, nach diesem sogenannten Dritte Optionsgesetz, was 2018 beschlossen wurde, meinen Personenstand geändert habe. Und da argumentieren sie eben, dass da keine Regelungen zur Elternschaft vorgesehen sind. Und das heißt, ich bin im Prinzip in so eine Sackgasse rein befördert worden, dadurch, dass ich irgendwie meinen Personenstand geändert habe, was viel Kraft gekostet hat, wird mir jetzt die Elternschaft vorenthalten. Und es ist echt ein Scheißgefühl quasi, um ja, das Recht, Eltern sein zu können, das Recht auch irgendwie mit dem eigenen Kind in einem anerkannten Verhältnis zu sein, wenn dir das vorenthalten wird. Aber wir als Familie lassen uns davon nicht aufhalten. Erstmal sind natürlich so trans und auch nicht-binär jetzt als Begriffe stehen im Prinzip für ein ganzes Spektrum von geschlechtlichen Identitäten, wie sich Menschen selber fühlen mit ihrem Gender, mit ihrem Geschlecht, auch ganz unterschiedliche Formen des Geschlechts zum Ausdruck zu bringen. Also wenn wir jetzt an Kleidung und Stile und all sowas denken. Insofern, Geschlecht ist ein Spektrum. Es gibt mehr als zwei Geschlechter. Und
trans und nicht binär bringt es auch zum Ausdruck, diese vielfältigen Lebensrealitäten jenseits dieser Zwei-Geschlechter-Norm. Und gleichzeitig würde ich natürlich aus einer linken Perspektive immer betonen, dass Geschlecht nicht einfach nur eine individuelle Frage ist. Es ist nicht nur eine Frage der Entscheidung, sondern es geht um gesellschaftliche Verhältnisse. Das fängt schon damit an, wie werden wir eigentlich als Menschen anerkannt? Was sind die Normen, nach denen das Menschsein sozusagen anerkannt wird? Und da ist es so, dass wir als Transmenschen, als transfeminine Personen auch mit einer ganz langen Geschichte konfrontiert sind, in der im Prinzip unsere Stimmen systematisch aus der Gesellschaft ausgelöscht wurden, wir an den Rand gedrängt wurden, marginalisiert wurden. Also solche Vorstellungen davon, dass Transmenschen eigentlich irgendwie pervers oder monströs oder krank oder unnormal sind. All diese Vorstellungen haben natürlich eine ganz, ganz lange Tradition, die was mit gesellschaftlichen Normen zu tun hat, mit diesen Normen der Cis-Geschlechtlichkeit, also dass du dich in deinem eigenen Geschlecht, was dir bei der Geburt zugewiesen bist, auch wohlfühlst und zugehörig fühlst. Diese Norm, aber auch die Norm der Zweigeschlechtlichkeit, die Norm der Heterosexualität, von diesen Normen weichen wir ab. Und die Folge war eben eine gesellschaftliche Diskriminierung ganz lange. Und ich denke, in den letzten Jahren, Jahrzehnten hat sich viel getan. Die Gesellschaft ist im Umbruch, die Geschlechterverhältnisse sind im Umbruch. Und wir sehen eben einen Wandel hin dazu, ich würde mal sagen, zu sowas wie einer brüchigen Akzeptanz. Also an die Stelle von dieser offenen Transfeindlichkeit, die noch vor einigen Jahrzehnten wirklich dominant war, ist sowas wie so eine brüchige Akzeptanz getreten. Aber dahinter ist es immer noch so, dass im Prinzip über unsere Lebensrealitäten wenig bekannt ist. Wenn wir jetzt nur mal an die Frage denken, was bräuchten Transmenschen eigentlich für eine gute Gesundheitsversorgung? Darüber wird relativ wenig gesprochen. Das heißt, es sind immer noch bestimmte Bilder und Zuschreibungen, die stark über unsere Leben entscheiden. Und ich denke, dass das, was an gesellschaftlicher Modernisierung, also diese Vorstellung von geschlechtlicher Selbstbestimmung, auf den Weg gekommen ist, dass sich das auch noch nicht wirklich durchgesetzt hat. Und dass es aber auch gleichzeitig an enge Grenzen stößt. Und diese Grenzen zeigen sich eben da, wo Geschlechterverhältnisse im Kapitalismus eben systematisch Herrschaftsverhältnisse, Ausbeutungsverhältnisse, Gewaltverhältnisse sind. Also als Transperson bin ich ja nicht einfach nur Transperson, sondern das ist ja immer auch mit anderen gesellschaftlichen Verhältnissen verbunden. Das macht einen Unterschied, ob ich weiß bin, es macht einen Unterschied, ob ich einen Arbeiterinnenklasse-Hintergrund habe oder einen Mittelklasse-Hintergrund. Das macht einen Unterschied, ob ich von Rassismus betroffen bin, ob ich eine Behinderung habe. Viele Transmenschen, die Mehrheit der Transmenschen in Europa lebt in prekären Verhältnissen, was jetzt sowohl die finanzielle Situation als auch Jobs oder Arbeitslosigkeit angeht. Viele sind von Obdachlosigkeit bedroht. Sexarbeiterinnen werden in vielen Ländern weiterhin kriminalisiert. Das heißt, über diese gewaltvollen Lebensrealitäten müsste viel mehr gesprochen werden. Und das ist, glaube ich, das auch, was eine linke Perspektive ausmacht. Und gleichzeitig erleben wir natürlich sowas wie einen gesellschaftlichen Backlash, der systematisch organisiert wird von rechts. Also Transmenschen sind aus meiner Sicht eben ähnlich wie Migrantinnen, Geflüchtete, Muslime, die Feindbilder sozusagen der neuen Rechten, des Rechtspopulismus, der in vielen Ländern erstarkt. Und wir werden als Bedrohung für Familie, Nation, für Kinder, aber neuerdings auch für die Rechte von Frauen absurderweise sozusagen dargestellt. Und was hier stattfindet, ist eben, dass systematisch Feindbilder produziert werden und damit auch Gemeinschaft zu erzeugen. Aber wofür wird diese Gemeinschaft eigentlich organisiert? Also das, was immer als ein Kulturkampf dargestellt wird, ist aus meiner Sicht, wenn man es sich näher anschaut, auch, nicht nur, aber auch ein Klassenkampf von oben. Denn es wird eigentlich da versucht, stabile Mehrheiten zu organisieren in einem Kapitalismus, der in der Krise ist. Wir denken an Prekarität, wir denken an die Klimakrise, also riesige gesellschaftliche Verwerfungen, in denen wir stecken, die aber vor uns stehen und in denen versucht die Rechte eben eine autoritäre Form des Kapitalismus durchzusetzen. Und insofern denke ich, dass diese Angriffe, die sich gegen Minderheiten richten, die sich gegen von Rassismus betroffene Menschen richtet, dass die eben auch für ganz, ganz viele andere eine Gefahr bedeuten. Und das, was es eigentlich bräuchte, wäre Solidarität. Und das ist auch gleichzeitig das, was mir Hoffnung gibt. Also wenn ich an transfeministische Initiativen und Bewegungen in ganz vielen Ländern denke, dann leben die sowas wie Solidarität, die über unterschiedliche Grenzen auch hinweggeht.
Und das ist eine Solidarität, die wir brauchen, eine grenzüberschreitende Solidarität, eine Solidarität von ganz unterschiedlichen Menschen, die von Ausbeutung und Unterdrückung betroffen sind. Und nur so werden wir es schaffen, eine autoritäre Entwicklung zu verhindern. Ja, das Selbstbestimmungsgesetz. Wir haben lange darauf gewartet. Jetzt gibt es diesen Gesetzentwurf der Ampelkoalition. Und worum geht es da? Es geht darum, unter welchen Bedingungen du eigentlich deinen Vornamen und deinen Personenstand, also den Geschlechtseintrag, ändern lassen kannst. Und das Selbstbestimmungsgesetz soll ja das alte Transsexuellengesetz, was eben 1980 eingeführt wurde, ersetzen. Und das ist erstmal total wichtig. Denn das alte Transsexuellengesetz ist im Prinzip durchgehend diskriminierend und beruht auf Pathologisierung, also auf der Vorstellung, dass Transmenschen eigentlich krank sind und sozusagen auf eine bestimmte Weise durch die Gesellschaft reguliert und diszipliniert werden müssen. Was heißt das ganz konkret im Alltag? Wenn ich eben meinen Geschlechtseintrag ändern lassen will, dann brauche ich zwei Zwangsgutachten. Das heißt, du musst zu Psychiaterinnen gehen und diese Expertinnen entscheiden dann letztendlich darüber, ob du wirklich trans bist. Sie entscheiden auch letztendlich darüber, ob deine Existenz anerkannt wird. Und das Ganze geht dann am Ende in einen Gerichtsprozess bzw. in eine gerichtliche Entscheidung über. Und die Kosten dafür sind relativ hoch und müssen dann auch noch selber getragen werden. Also dass das endlich abgeschafft werden soll und dass es endlich darum gehen soll, dass die Änderung des Geschlechtseintrags eben unbürokratischer geht per Erklärung beim Standesamt, das wäre ein wichtiger Fortschritt. Und dafür haben auch Transbewegungen und Initiativen viele Jahre gekämpft. Was jetzt mit dem Gesetzentwurf der Ampelkoalition vorliegt, hat aber leider wirklich einen bitteren Beigeschmack. Trans- und queere Verbände haben eine Reihe von guten Kritikpunkten an diesem Gesetzentwurf geäußert. Also es fällt sozusagen noch hinter das zurück, was man von liberaler Selbstbestimmung auch sozusagen erwarten könnte. Sowas wie Gesundheitsversorgung ist erst recht gar nicht Thema in dem Gesetz. Dabei wäre das ein ganz, ganz wichtiger Punkt, die Gesundheitsversorgung für Transmenschen endlich zu verbessern, gerade auch wenn wir an den ländlichen Raum und die Fläche denken. Das alles taucht in dem Gesetz nicht auf. Und um wirkliche Selbstbestimmung zu schaffen, das also das Versprechen sozusagen des Gesetzes, müsste sich viel, viel mehr ändern in der Gesellschaft. Da bräuchten wir also wirklich einen radikalen Wandel hin zu sozialer Gerechtigkeit, hin zu einer Demokratisierung von allen gesellschaftlichen Verhältnissen zum Beispiel. Was jetzt aber gekommen ist, fällt leider noch hinter das zurück, was die Ampel eigentlich angekündigt hat. Und zwar fand ich da die Kritik der Antidiskriminierungsbeauftragten des Bundes, Ferda Attermann, sehr zutreffend, die im Prinzip sinngemäß gesagt hat, naja, da ist die Ampel in der Begründung des Gesetzentwurfs an vielen Punkten auch diesem rechtspopulistischen Gegenwind, der im Moment weht, vor diesem quasi auch eingeknickt. Worum geht es da konkret? Ein Aspekt davon ist, dass in dem Gesetz auch vorgesehen ist, dass eben aus bestimmten privaten Räumen Transpersonen auch ausgeschlossen werden können, also das sogenannte Hausrecht, dass von dem Hausrecht Gebrauch gemacht werden können. Was erstmal ein bisschen kompliziert klingt, hat eigentlich ganz, ganz klare Folgen. Und zwar geht es da um so Räume wie Sporträume, Kulturräume, Cafés und so weiter und so fort. Das heißt, da können die Besitzerinnen dann entscheiden, okay, diese Person wollen wir ja nicht haben. Und das oft natürlich Diskriminierung Tür und Tor. Und genau diese Diskriminierung erlebe auch ich als transfeminine Person ja wirklich schon im Alltag an ganz, ganz vielen Punkten. Also das sind ja Räume, wenn ich jetzt an Sportumkleiden denke, sind das Räume, in denen ich mich eh schon extrem unwohl fühle und auch häufig Diskriminierung erfahre. Und jetzt soll quasi noch möglicherweise der Gesetzesstempel drauf, dass es eben okay ist, diese Diskriminierung da zu erfahren. Das ist wirklich ein großer Skandal. Und was hier passiert ist, dass die Ampel die Menschenwürde von Transpersonen im Prinzip hinten anstellt, weil es eine massive transfeindliche Gegenkampagne gibt in der Gesellschaft. Es werden wieder systematisch Feindbilder aufgebaut. Die stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag hat von queeren Rändern gesprochen, die eben jetzt anfangen, die Familienpolitik vermeintlich zu beeinflussen. Und es ist von der Translobby die Rede. Und ich meine, da machen diese Teile der Gesellschaft auch sehr deutlich, wo sie uns eigentlich sehen. Und da wäre es wichtig gewesen, ein klares Zeichen zu setzen, eben gegen Diskriminierung und für Selbstbestimmung. Und das sehe ich jetzt mit dem neuen Gesetzentwurf leider nicht.